Jo Leute, was geht? Digga, ich hab's gestern, also für mich ist es noch jetzt, aber für euch ist es wahrscheinlich gestern, oder? Keine Ahnung. Also jetzt schon nach 0 Uhr, ich bin verwirrt, Digga. Ich hab auf jeden Fall bei Instagram, habe ich euch in meiner Story noch ein paar Sachen reingepackt, Digga, und die sind jetzt gerade in The Crew reingekommen, ja, und zwar einmal der neue Beetle, ja, es gibt einmal den normalen Beetle und noch eine Special Edition und das neue Elite Bundle ist auch am Start, ja. Und ich habe euch noch ein paar neue Rennen gezeigt. Also guckt gerne nochmal bei Insta vorbei. Noch ist es drin in der Story. Ja, wir haben uns im letzten Video den Wagen angeguckt, hier den normalen Beetle. Wie wir den getunt haben, das könnt ihr ja da nochmal sehen. Ja, so sieht auf jeden Fall Standard aus. Ich finde, man kann da schon was Geiles draus machen. Aber, wie ihr jetzt schon seht hier, der neue Beetle ist drin, aber im Katalog ist er nicht. Keine Ahnung, warum der jetzt hier noch nicht drin ist, aber egal. Moment, da habe ich ihn gerade schon gesehen. Hier, K... Ach, Digga, wie heißt die Scheiße? KH... KH Kai. Ganz einfach der Name, ja, ganz, kann man sich so total leicht merken, ganz einfach, ja. Da kriegen wir nämlich einmal diesen schönen Beetle hier, KH Kai Edition, so. Und dazu gibt es noch den ungezähmten Papageienrauch. Wer kennt den noch? Einmal die Hand hoch, ich kenne ihn noch. Den gab es nämlich mal im Summit zu gewinnen, ist echt schon ein bisschen was her, das war glaube ich schon echt ein halbes Jahr her oder so. Dann gab es den im Summit. Auf Platin, glaube ich sogar. So, dann haben wir hier eine weiße Unterbodenbeleuchtung und eine Hupe. Ahoga-Hupe. Aber irgendwie hört man die nicht. Egal, wir kaufen mal. Gucken wir, was das hier kann. Achso, was kostet... ich habe gar nicht so viel Geld. Scheiße. Das kostet 84 Crew-Credits. Also, was müsstet ihr kaufen, wenn ihr gar keine Crew-Credits habt? Ja, das hier für einen Zehner. Also, eigentlich kann man sagen, der Wagen kostet euch 10 Euro, ja? So. So, einmal der 220. Oh, hier ist noch Geld drauf. Ja, korrekt, Digga. Bestellen und bezahlen. So, ohne Scheiß vom ersten Eindruck. Ich bin mir nicht sicher, ne? Aber vom ersten Eindruck würde ich echt sagen, der Wagen liegt irgendwie tiefer als der normale, ne? Oder? Guck mal hinten, Digga. Da ist ja richtig der Reifen im Radkasten drin. Ey, der sieht echt geil aus, ne? Hier hinten haben wir noch so einen Aloha-Koffer drauf. Da ist eine Ente. Da oben, das sieht aus wie so eine Gefrierbox noch. Und ein Surfbrett. Ist schon richtig geil irgendwie, ne? Und was ich auch cool finde, die haben einfach hier eine Seite, den Stil, so wie ich den getunt habe. Wir haben das ja hier nicht in weiß, sondern in beige gemacht und dann verschiedene andere Farben. Schon mal echt geil, ne? Ich finde auch, ich glaube, der hat breitere Reifen, oder? Werden wir gleich nochmal sehen. Ich will noch einmal hier reingucken kurz, weil das sieht auf jeden Fall auch ganz anders aus hier. Ich feiere auch bei alten Autos, so, weiß nicht, so alte Chevys oder whatever. Da feiere ich einfach diese Lackierung hier, ne? Dieses Türkis, Blau oder was das ist, das sieht einfach irgendwie geil aus. Das passt zu so alten Fahrzeugen irgendwie. So, Sitze auch dementsprechend. Was hier neu ist, das sieht man jetzt. Ah, jetzt kann man sehen. Die Schaltung ist geil, ne? Einfach so eine 8. So, eine Sache noch fast übersehen. Der hat hier noch an der Seite was dran. Da habe ich keine Ahnung, was das ist, ne? Also, wenn das ein Wohnwagen wäre, würde ich ja sagen, okay, das ist vielleicht so eine Überdachung, die rausfährt. So ein Sonnenschutz oder so. Aber bei so einem kleinen Ding hier, was soll das sein? Keine Ahnung. Tunen kann man da eigentlich nichts. Ja, das habe ich euch ja bei Insta schon gezeigt. Ja, kann man noch nicht. Man könnte die Farbe ändern. Mal gucken, ob schon irgendeiner was gemacht hat hier. Natürlich, Digga, die ganzen Nachtaktiven sind am Start. Einer hat das Dach hier weiß gemacht. Komisch. Komplett orange, komplett grün, komplett rot, komplett blau, komplett lila. Da hat sich aber einer auch wieder richtig ausgelebt hier, ne? Naja, egal. Ich finde eigentlich auch doof, die Farbe zu ändern, weil, ja, der Innenraum ist halt eh blau, ne? Blau und der Farbe. Also ich finde eigentlich so geil, wie es ist. So, guck mal. Digga, der Wagen hat doch ganz andere Reifen, Alter. Der hat doch ganz andere Reifen, Mann. Der normale Beetle hat so Fahrradreifen gehabt. Warte mal. So, jetzt pass auf. Prestige-Objekte, da. Jetzt guck dir doch mal bitte diese Fahrradreifen an. Achtung, wir machen jetzt einen Sprung. So, jetzt guck dir das an. Hä? Ey, das sieht voll geil aus bei dem, Mann. Was ist das denn? Ach, der hat auch noch so Weißbandreifen, ne? Jetzt sehe ich das erst. Ah, das geht dann auch komplett weg. Aber die Reifenbreite bleibt einfach so, okay. Komm, ich mach die einfach mal, oder? Ah, ich weiß. Ja, komm, egal. Ich mach jetzt einfach. Keine Ahnung. Der Rauch bleibt drauf. Dafür habe ich aber gezahlt. Glaube ich. Oder hatte ich den schon? Keine Ahnung. Digga, könnt ihr mal bitte vernünftiges Nitro in den Shop packen? Ich habe hier auf dem Account nur ein Nitro, weil ich damit ein halbes Jahr nicht zocken konnte. Ja. Das wäre auf jeden Fall sehr geil. Was haben wir noch? Beleuchtung ist schon weiß, kann so bleiben. Obwohl, warte mal. Ungezähmter Papagei. Die passt doch eigentlich da dran, ne? Warte mal, wie heißt denn nochmal der Reifenqualm? Ungezähmter Papagei-Rauch, ja. So, dann nehmen wir doch auch den hier, oder?
Das ist ja eigentlich das, was da dran gehört. Ja, das nehmen wir hier, zack. Easy. Es gab noch eine Hupe, die ist schon drin. Wie hört die sich an? Warte mal. Ja, das passt auch. So, bei dem Wagen Standard natürlich auch 48 PS, ja. Gucken wir mal, ob wir da noch, ja, auch wieder 500 rauskriegen. So, und wir kommen... Oha! Hä? Ja, moin, der hat einfach irgendwie 50 PS mehr als der normale, Digga. Ja, dann hoffen wir mal, dass der auch schneller ist, ne? Mal gucken. Ja, ist natürlich jetzt wieder dunkel draußen, aber egal, kann man die Unterwurbelleuchte wenigstens sehen. Ich glaube jetzt irgendwie nicht, dass der einen anderen Sound hat, ne? Aber ich lasse mich ja gerne überraschen, mal gucken. Ey, warte mal, der dreht bis 6000. Der andere hat nur bis 4,5 gedreht, Alter. Was ist das denn? Ist ja ganz anders hier. Hört sich auch echt anders an, ne? So, nochmal ganz kurz die Schrotflinte hier. Da seht ihr schon, der dreht nur bis 4,5, aber der ist lauter. Der ist irgendwie gedämpfter, keine Ahnung. Aber der dreht einfach bis 6000, lul. Was ist denn damit passiert, ey? Boah, ich hoffe nicht, dass in der Kurvenlage gleich die Ente uns so zur Seite zieht, dass wir gleich umkippen mit dem Ding hier. Weil der sieht schon sehr kopflastig beladen aus, der Wagen. Aha. Ja, meine Hoffnung mit dem Auto ist ja, dass der ein bisschen besser fährt. Oha, hier drin hört man ja gar nichts. Bestens isoliert. Und das schon vor 100.000 Jahren. Du hörst echt gar nichts. Nix. Ach, Nitro hört man, okay. Ja gut, okay, mal gucken, was wir können. So. Ja, ich habe echt die Hoffnung. Das ist auf jeden Fall geil. Oh, warte mal, das wird zu laut. Weil ich kann jetzt hier nicht so rumbrüllen, wir haben es gerade schon 4 Uhr. So, ich habe echt die Hoffnung, dass der Wagen ein bisschen besser fährt. Weil der normale Käfer, oder Beetle, ich sage jetzt mal Käfer eigentlich, der war echt nicht so geil. Und ich sage es euch so, wie es ist, ich bin den heute nochmal gefahren. Und das ist echt ein Krampf. Aus einem Grund ist der Wagen ganz schlimm, der hat gar keine Bremsen. Also der rutscht einfach, wir haben Everglades gemacht. Übrigens habe ich mit dem normalen Beetle 400 km/h geschafft. Vielleicht kann ich euch da ein Bild zeigen. Weiß ich nicht. Oder nee, ich kann euch sogar gleich ein Video zeigen noch. Ja, machen wir gleich am Ende. Ich habe da, glaube ich, einen Clip gemacht. Also der fährt wirklich 420, aber über Everglades, ne, dann am Anfang diese scharfe Kurve. Digga, ich habe so früh schon gebremst und ich bin einfach geradeaus in den See weitergerutscht, ne. Und der Wagen, der macht auch manchmal, ich bin den echt oft gefahren, jetzt hier im PvP, der macht manchmal so ganz komische Faxen, ne. Du lenkst so ganz normal ein und auf einmal fährt er irgendwie ganz woanders hin, ganz komisch. Ganz komisch. Ja, ich glaube, von der Geschwindigkeit tun die sich beide nichts. Ich denke mal, mit Windschatten und so weiter wird der auch hier die 420 knacken. Vielleicht aber auch einen Ticken mehr, obwohl mehr kann ich mit 420 oder mehr... Nee. Ich hätte jetzt erst gesagt, weil der dreht ja bis 6000. Aber, ey, warte mal, der hat ja sogar 5 Gänge, Alter, Lul. Hä? Ob das so richtig ist, Leute, weiß ich nicht, Alter, dass der jetzt hier bis 6000 dreht und 5 Gänge hat. Der normale hat nämlich nur 4 Gänge. Ach, der hat auch noch 6 Gänge, ach so. Ah ja. Digga, das ist locker ein Bug. Das ist doch locker ein Bug, oder? Ich schwör's dir, das ist 100 Pro ein Bug. Das kann doch nicht richtig sein. Vielleicht hat er sogar einen 7., obwohl, glaube ich nicht. Aber 6 Gänge? Hä? Was ist denn das? Das kann doch gar nicht sein, Alter. Der hat 5. Also, wir halten nochmal fest, der hat 50 PS mehr. Dreht bis 6000 statt bis 4,5 und hat 2 Gänge mehr. 6 statt 4. Ganz cool. Und der, ich schwör's euch, der fährt sich anders. Der macht nicht so Faxen irgendwie. Ja, bremsen muss man jetzt hier viel, nicht so viel, aber das werden wir ja gleich bei St. Georg sehen. Aber der erste Eindruck hier ist schon mal echt ganz, ganz gut, muss ich sagen. Krass. Ah, wir müssen den Reifenfall noch gucken, ne? Ja, das. Ja. Der macht auch so Vogelgeräusche, das ist normal, ja. Ja, so sieht der auf jeden Fall aus.
Ja, ich finde, zu dem Auto passt der. Ist das erste Auto, wo man den gebrauchen kann, ne? So, jetzt kann der Wagen mich überzeugen. Also mit dem Käfer, zur Erinnerung, sind wir 3 Minuten 2 gefahren. Oder fast 3 Minuten 3. Wenn wir jetzt mit dem Wagen hier keinen krassen Unfall bauen oder so, könnte der schneller sein, weil der fährt sich echt irgendwie besser. Das Ding einfach aussieht, ne? Alter, das ist so, das lenkt mich so ab, ne? Scheiße, ich muss nochmal neu starten, Alter. Scheiße. Ey, ich schwör's euch, das ist so am Ablenken, die Kacke da oben. Ich weiß noch nicht, ob das irgendwie geil ist oder nicht, ey. Keine Ahnung. Zum Zugucken ist bestimmt ganz lustig. Aber ich glaube, wenn man selber fährt, ist schon echt komisch. Warum hat die Ente eine Piratendingens auf, Alter? Klappe. Keine Ahnung. Mal gucken, was er jetzt hier macht. Oh, oha. Gar, fährt sich ganz anders, Alter. Kannst du nicht vergleichen, die beiden Autos. Kannst du nicht vergleichen. Echt, also wirklich. Der macht nicht so behinderte Faxen, ne? Manchmal du fährst eine glatte Kurve. Nicht immer, ne? Also nicht immer. Aber manchmal du fährst eine glatte Kurve, lenkst die ganze Zeit voll ein und auf einmal hat er einfach keinen Bock, er fährt woanders hin. Weiß ich, was mit dem Wagen nicht stimmt. Keine Ahnung. Ich habe auch schon versucht, da Einstellungen zu machen, aber das wird alles nur schlechter und nicht besser irgendwie. Also ich finde den Wagen hier immer noch eindeutig schlechter als ein Huracan oder ein Gallardo, ne? Das ist ja vielleicht sogar logisch, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall besser als der normale Beetle. Safe. Ganz anders, das Ding. Hätte ich nicht gedacht. Aber mal gucken, was die Zeit gleich sagt, ne? Vielleicht täusche ich mich ja auch, man weiß ja nicht. Oder wir bauen gleich noch einen Unfall, aber dann ist natürlich eh die Zeit im Arsch. Ich habe echt die ganze Zeit so gefühlt, dass ich hier nur am Rumtuckern bin. Das Ding ist so leise. Du denkst permanent so, Junge, jetzt fahr doch mal los. Fahr, fahr. Aber irgendwie wird's nichts. Sind ja nicht langsam, ne? Aber man hat so das Gefühl, weil der einfach so leise ist. Oh. Was eine Kirmes, Bruder, Alter, ehrlich. So, jetzt komm, Jalla, mit 3,50 zum Strand. Bevor der Badeente die Luft hier ausgeht. Ah, es hat noch eine scharfe Kurve hier. Gucken, was die Bremse. Guck mal die Bremse, Junge. Guck dir diese Bremse an. Digga. Alter, also da würde ich echt mal gerne ein Vergleichsvideo machen, Alter. Bremse Beetle VS Karakai Edition. Beetle VS Beetle Karakai. Ja, wir kommen ungefähr mit, mit derselben Zeit rein. Bisschen. Ne, ist dieselbe Zeit ungefähr. So, Leute, ich habe mich nochmal hier an den Strand begeben. Irgendwie passt das ja ganz gut zu dem Auto. Digga, was kann ich dazu sagen? Also, erstmal müssen wir auf jeden Fall ganz klar festhalten: Der Wagen kostet euch, wenn ihr jetzt gar keine Crew Credits habt, 10 Euro, ne? Umgerechnet wären das eigentlich jetzt 8,50 Euro, aber du musst ja das Pack da kaufen für 10er, also eigentlich 10 Euro. Ist der Wagen 10 Euro wert? Nein, natürlich ist er keine 10 Euro wert, ne? Ist logisch. 10 Euro ist viel Geld, Digga, also, ja. Aber ich finde, es ist was Besonderes. Aber jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ich eigentlich immer nicht cool finde. Und zwar ist der Wagen eindeutig besser als der normale Beetle. Ja? In dem Rennen hatten wir jetzt ungefähr die gleiche Zeit, aber dürft nicht vergessen, es ist ein kurzes Rennen. Ja? Und Zeit war schon nicht schlecht vom Beetle. Also wir sind schon ganz gut gefahren. Würde man jetzt ein langes Rennen fahren, sagen wir mal, es gäbe New York für Street Race oder so, dann würde man eindeutig sehen, okay, ist geiler, ja. Und zumal, es macht wirklich mehr Spaß, den Wagen hier zu fahren, denn der macht nicht so komische Faxen und der hat eine eindeutig bessere Bremse. Und ja, was finde ich komisch? Ich, keine Ahnung warum, aber der Wagen hat 50 PS mehr. Der hat 6 statt 4 Gänge. Der dreht bis 6000 statt bis 4500. Eventuell fährt er ein bisschen schneller, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, keine Ahnung.
Ich denke nicht, dass man den Wagen bald mit mit Bugs kaufen kann. Ne? Mit Crew Credits ist er jetzt drin. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, Leute. Also bisher war es immer so, wenn es ein Auto gab, was mit Crew Credits da war, dann kam das auch erstmal nicht mehr wieder. Ne? Das heißt, entweder ihr kauft euch den jetzt und sagt, okay, 10 Euro, pff, juckt mich nicht. Ja, dann kauft euch den. Ansonsten, wenn ihr glaubt, der Wagen lohnt sich, kauft euch den nicht. Ja, aber der ist cool. Es kommt danach noch ein Video zu dem Bulli natürlich. Ja, den machen wir auch noch. Und was ich dann noch heute schaffe, weiß ich nicht, weil ich will heute Abend auf jeden Fall Livestream. Dann machen wir den neuen Summit. Kommt gerne vorbei, Leute. Wir sehen uns später. Macht's gut, haut rein, euer Zocker. Ciao.